Herzlich willkommen aus Bremen. BTB ist wieder auf Reisen. Thomas Wolter begrüßte mich gerade und fragte, Jörg hat schon wieder einen neuen Verein. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir sind auf der Suche nach den Regionalliga-Stars. Und die gibt es natürlich hier bei der U23 von Werder Bremen. Momentan Tabellenerster. Ja, und wir treffen heute Innenverteidiger Felix Groß und den Top-Torschützen der Regionalliga Nord, Max Wegner. Ja, Felix, auf Werder.de wird groß angetitelt, historischer Saisonstart. Es geht nicht um die Profis, sondern um die U23 in der Regionalliga. Hättest du gedacht, dass das so gut anläuft? Ja, ich habe schon daran geglaubt, auch weil wir, denke ich, in dieser Saison eine Favoritenrolle einnehmen in der Liga und dieser bis jetzt auch gerecht werden. Und ich denke, dass wir das die ersten vier Spiele sehr gut gezeigt haben und so muss das eigentlich weitergehen. Ja. Du bist seit einigen Partien kein offensiver Stammspieler mehr, sondern... Innenverteidiger, ja. Das ist eine neue Rolle für mich. Seit der Vorbereitung eigentlich, auch bei den Profis habe ich das gespielt und ich denke, ich habe die Rolle gut angenommen und fühle mich auch recht wohl auf der Position. Und ja, jetzt noch ein, zwei Tore dazukommen, dann sieht das doch sehr gut aus eigentlich. War das deine Idee? Nee, meine Idee war es nicht. Es war schon vom Cheftrainer oben, das mal auszuprobieren und dadurch, dass es auch so gut geklappt hat, ist es jetzt eigentlich auch eine gute Option geworden für mich. Wie hat Trainer Thomas Wolter dir die neue Rolle beigebracht, erklärt? Ja, Thomas Wolter eher weniger. Es war schon eher Thomas Schaaf, der auch darüber mit Thomas Wolter geredet hatte. Und ich glaube, der Herr Wolter wollte das gar nicht so recht glauben erst. Und, aber als er dann gesehen hat, dass es ganz gut klappt, hat er es auch weiterhin ausprobiert. Und wie gesagt, es lief gut und so kann es weitergehen. Du stabilisierst die Abwehr, zwei Gegentore bisher und in der Offensive sorgt Max Wegner für Furore. Ein, zwei Sätze zu ihm vielleicht? Ja, also Max hat schon immer schon gezeigt, dass er das Potenzial dazu hat, viele Tore zu schießen. Jetzt denke ich, dadurch gerade, dass wenn man in den ersten Spielen trifft, dass man als Stürmer da auch einen Lauf bekommt und ich hoffe natürlich für ihn und für uns, dass es so weitergeht. Was zeichnet ihn aus? Torgefährlichkeit, Kampfkraft, Laufstärke. Also ich denke, dass er schon viele Qualitäten besitzt. Vier Spiele, sieben Tore. Kannst du mir erklären, warum es bei dir nicht läuft? Nicht läuft oder läuft? Ja, ich denke, wie Felix eben auch schon gesagt hat, wenn man als Stürmer das erste Spiel direkt zwei Tore macht, bekommt man einen kleinen Lauf. Man ist natürlich vom Selbstvertrauen her gestärkt. Und dann gehen auch Tore rein, wo man vielleicht gar nicht glaubt, dass es reingeht. Nun hast du aufgrund deiner sensationellen Quote Thomas Schaaf oben abgesagt. Der musste in Belgien nochmal tätig werden. Ja, eigentlich nicht, ja. Ja, also mal ernsthaft, wie weit ist der Weg nach oben für dich gerade? Ja, ich denke, dass ich ja jetzt letztens ein Freundschaftsspiel mitgespielt habe. Das war natürlich für mich erstmal ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist, da mal mitzuspielen. Ja, und jetzt versuche ich über die zweite Mannschaft Leistung zu bringen und dann vielleicht irgendwann mal oben reinzurutschen. Du hast ja schon einige Profi-Einsätze hinter dir bei Hansa, bei Werder. Wie zufrieden bist du momentan in der Regionalliga aufzulaufen? Ich bin nicht zufrieden in der Regionalliga aufzulaufen, das ist klar. Das wäre auch falsch, denke ich. Ich spiele gerne in der Mannschaft auch, um da auch eine Führungsrolle zu übernehmen. Und um meine Spielpraxis zu bekommen. Aber natürlich ist das vorrangige Ziel, in der ersten Liga zu spielen. Und das werde ich auch weiterhin verfolgen. Nimmt einem das so ein bisschen den Mut, wenn man sieht, da oben verpflichten die im Sturm nach und nach und nach und gucken nicht mal in die eigene U23? Ja, ich denke, dass ich vielleicht ein unerfahrener Spieler da oben bin. Und das ist natürlich zu Recht, dass sie da Spieler verpflichten, die auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das braucht man, denke ich, wenn man da oben mitspielen will. Von daher nimmt mir das eigentlich nicht den Kampfgeist, sondern im Gegenteil, gebe ich noch mehr Gas. Letzte Frage, Felix Groß als Innenverteidiger, wie zufrieden bist du mit ihm? Ich bin ziemlich zufrieden, wie auch die Statistik zeigt, zwei Gegentore. Er kann das Spiel lesen und hat ein gutes Stellungsspiel. Und wie er schon sagt, müsste er jetzt auch mal langsam ein Tor schießen. Dann wäre alles super. Das war's aus Bremen.